Das Thema heute ist eine nicht-lineare Feder. Ich habe dazu die lineare Feder kopiert und in meine Beispielbibliothek eingefügt, also Modellica-Kurs 2013. Schauen wir uns mal diese nicht-lineare Feder an. Auf der Zeichnungsoberfläche habe ich da noch einen Pfeil beigefügt, um zu zeigen, das ist jetzt eine nicht-lineare Feder. Den Namen, die Namensangabe habe ich belassen, das heißt Prozentname bedeutet, dass dann hier der Name erscheint, den ich vergebe. Da unten habe ich eine weitere Angabe, nämlich C1, das ist die lineare Federkonstante, ist Prozent C1. Dann wird die jeweilige Federkonstante für den linearen Teil angezeigt. Bei den Gleichungen, da habe ich extens das Teilmodell Partial Compliant. Wie bei der normalen Feder, habe dann hier die drei Parameter definiert, nämlich C1, C3 und C5. Wobei C3 und C5, da habe ich dann eine eigene Einheit erfinden müssen, also nicht Newton pro Meter, sondern Newton pro Meter hoch 3 und Newton pro Meter hoch 5. Die eigentliche Federgleichung ist dann einfach C1 mal Delta S plus C3 mal Delta S hoch 3 plus C5 mal Delta S hoch 5. Natürlich hätte man hier noch mehr Terme machen können. Dann habe ich diese Feder eingesetzt beim Oszillator. Gehen wir hier auf die Modellierungsebene. Da habe ich den harmonischen Oszillator mit Masse und Feder V. Und da habe ich die nichtlineare Feder, die heißt jetzt einfach nur noch Feder und die Masse aus der Standardbibliothek. C1 ist die E100. Wenn ich jetzt hier öffne, dann sieht man die anderen. C3 ist 50, C5 ist 25. Die Anfangsgeschwindigkeit für beide Massen habe ich auf 3 Meter pro Sekunde gesetzt. Gehen wir auf die Simulationsebene. Übersetzen das Modell, dann kommt eine Warnung bezüglich nicht vollständigen Anfangsbedingungen. Das wird uns kaum Probleme bereiten. Dann setzen wir die Simulationszeit auf 5 Sekunden und simulieren. Jetzt holen wir einmal ein Fenster und schauen wir uns mal diese Geschwindigkeiten der Massen an. Also hier Geschwindigkeit sieht aus wie ein Cosinus. Und jetzt holen wir Masse V und schauen uns hier die Geschwindigkeit an. Eine leichte Verschiebung, das heißt die Schwingungsdauer sind nicht ganz genau gleich. Dann hole ich ein neues Fenster und nehme die Feder, also die nichtlineare Feder, zeige die Kraft an, aber in Funktion von Delta S. Dann sieht man, dass die Federkennlinie ein bisschen von der Geraden abweicht. Als Vergleich noch die Federkennlinie der linearen Feder, also der Vergleichsfeder. Da hätten wir also wieder Kraft und wir hätten als unabhängige Variable das zugehörige Delta S. Das ist schön linear. Das gibt keinen großen Unterschied. Als weitere Größe könnte ich ja noch die Beschleunigungen der beiden Massen zeigen. Hier die Beschleunigung der nicht linear schwingenden Masse und hier die Beschleunigung der linear schwingenden Masse. Da sieht man, diese Flanken sind ziemlich flach. Das ist der Einfluss der Nichtlinearität. Als nächstes setze ich mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher, also 10 Meter pro Sekunde. Und bei der Vergleichsmasse auch. Lasse es wieder simulieren und dann wird die Nichtlinearität vergrößert. Man sieht dann auch hier im Geschwindigkeitsbereich, dass die Abweichung zum Cosinus größer geworden ist und bei der Beschleunigung sieht man dann deutlich diesen Unterschied, also die Beschleunigung hat hier sehr hohe Spitzenwerte, weil eben hier dann die Kraft doch ziemlich hoch ansteigt. Nehmen wir noch einmal die nichtlineare Feder und verändern wir mal C5, indem wir das 0 setzen.
dann wird die Federkennlinie flacher und die Beschleunigungen sind nicht mehr so extrem. Setzen wir wieder den ursprünglichen Wert ein und setzen wir mal C3,0. Und dann hat man natürlich den C5-Faktor. Jetzt kann man natürlich auch die lineare Kennlinie 0 setzen und hier vielleicht wieder 50 einfügen und simulieren lassen. Und dann werden natürlich die Beschleunigungen ziemlich stark abweichen vom Sinus, weil ja jetzt wirklich das lineare Glied fehlt. Nun, ich wollte einfach zeigen, wie man relativ schnell eigene Elemente kreieren kann. Man muss einfach aufpassen beim Kopieren von bestehenden Elementen, dass man nicht Dinge reinzieht, die man dann nicht versteht.